Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pioneers of Pagonia. Ja, vordefinierte Karten. Wir haben die Einsteigerkarte erfolgreich abgeschlossen. Letzte Folge mit Riesenparty am Ende. Und jetzt geht es um die freundliche Wälder. Begegne erstmals einen pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen Einwohnern an. Ja, das machen wir doch dann direkt. So, Spiel starten. Da sind wir wieder. Neue Karte, neues Glück. Ja, vorangehensweise. Wie gewohnt. Wir sorgen erst einmal für etwas Holz. Und genau, Holzfällerhütte. Ist immer die Frage am Anfang, ne, wo setzt die was hin? Diese Büsche sind gefahrlos, weil keine Früchte, keine Beeren, kein nix. Auch hier wäre die Möglichkeit gegeben. Moment, was? Nee, ich dachte, da wäre irgendwie was anderes. Aber nein, auch das ist nicht zu ernten, zum Abernten gedacht. Dann würde ich doch einfach mal hingehen und sagen. Das ist immer ein bisschen frickelig, diese Dreherei. Ja, ja. Und setzt dann hier so einen Holzfäller hin. Wir brauchen ja auf jeden Fall zumindest ein Sägewerk. Das könnte man beispielsweise hier so hinsetzen. Vielleicht so. Okay. Steinbruch, Steinmetz. Wir brauchen zwei Wachtürme, wie gehabt, einen Entdeckerposten. Mit dem Entdeckerposten habe ich mich beim ersten Mal so ein bisschen zurückgehalten. War auch noch nicht so ganz so wichtig. So, jetzt geht das schon los von wegen Wege und so. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden auf jeden Fall mehr als eine Holzfällerhütte benötigen. Auf Dauer. Und wir werden auf jeden Fall auch noch ein Forsthaus brauchen. Das sollte ich vielleicht jetzt schon mit einplanen. Wenigstens schon mal das Forsthaus. Achso, nee. Ich wollte das drehen. Ich wollte nicht. Na, wie denn jetzt? So. Okay, setze ich hier das Forsthaus hin. Und alles andere muss man schauen. Macht das anders. Sehen das gerade. Ja, das mit den Wegen, das ist immer so eine Sache für sich. Ich gehe mal hier, mach doch mal hier so schräg, egal. Dann gehe ich hier wieder an dem Strand entlang. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich mache es einfach so. Um hier möglichst ein wenig von der Wiese und so weiter zu verbraten. Daher die ganze Vorgehensweise. Später relativiert sich das sowieso, wenn wir hier anfangen, hier irgendwelche Gebäude zu bauen und so. Dann müssen wir so Wege noch mal kreuz und quer machen. Aber ne, ich will jetzt nicht schon hier anfangen, irgendwie den Platz zu verschleudern und so. Ne? Das ist mal so eine. Ja, man muss mal gucken, was passt, was passt nicht. So, erstmal das weg. Achso, was ich noch zeigen wollte, ich hatte meinen Achso-Tag. Mit U kriegt man beispielsweise die gesamte UI ausgeblendet, kann hier lustig durch die Gegend streifen. Und so, und sich da Dinge angucken und so weiter und so fort. Finde ich sehr schön.
kommt mir als Let's Player natürlich sehr, sehr entgegen, wenn ich hier noch Thumbnails machen muss und so halt, weil ich dann halt ins Spiel gehen kann, um dann halt gezielt Dinge mir anzuschauen. Und dann kann ich die UI ausblenden, ohne dass das Ding stört. Das würde ich mir für alle Spiele schon, das was vor allen Dingen so elegant zu lösen ist. Das mag bei einigen Spielen der Fall sein. Ich habe vielleicht nicht immer darauf geachtet. Den Schuh ziehe ich mir an. Aber hier ist es halt mir direkt aufgefallen. Ich so, wow. Sehr gut. So, das übliche Vorgehen. Die sollen nur erwachsene Bäume fällen. Also, ne? Und ich würde mal sagen, hier so. Das Beilchen schwingen. Hier würde ich auch sagen, schwerpunktmäßig bitte hier so in dem Gebiet neue Bäume anpflanzen. Und dann schauen wir mal, was da so raus wird. Ob das denn so funktioniert. Meistens wahrscheinlich eher nein. Wachturm war das Thema. Wachturm. Wir haben da irgendwie so Steine, die wir früher oder später benötigen. Dann würde ich ganz gerne auch hier in der Nähe einen Wachturm hinsetzen. Vielleicht nicht direkt da, aber hier vielleicht so, weil hier vorne ist auch irgendwas. Da sehe ich schon Kupfer. Entdeckung. Erkundung und Entdeckung. Wachturm. Den würde ich dann tatsächlich hier so platsch hier hinsetzen wollen. Und ähnliche Herangehensweise bezüglich der Wege. Immer schön am Strand entlang hier so an der Grenze. So, jetzt muss ich langsam gucken. Von wegen Connect zum Turm. Oh, das klappt ganz gut. So. Das. Huch. Okay, Sägewerk ist fertig. Die sammeln schon und da kümmert sich schon jemand um die Bäume. Das ist cool. Ah, der braucht Wasser. Bereich Nahrung. Brunnen. Kostet Seil und Stein. Sollten wir haben. Moment mal, Seil und Stein. Ich guck mal ganz kurz da oben. Baumaterialien. Wo seid ihr denn? Da sehe ich Holz. Da sehe ich Stein. Okay, da hätten wir schon mal. Und Seil müsste eigentlich auch vorhanden sein. Sehe ich im Augenblick zwar nirgends. Naturprodukte? Seil. Okay. Man kann hier, das hatte ich ja schon mal gezeigt, man kann hier Sachen, die angezeigt werden sollen, so aus dem Lagerbestand her oder vom Lagerbestand her, entsprechend anklicken, also aktivieren, deaktivieren, so wie man es gerne hätte oder benötigt, je nachdem. Und ja, dann wird denn der Brunnen jetzt schon, der sagt, eine Jagdhütte soll ich als erstes machen. Wir brauchen Steinbruch. Das Sägewerk ist fertig. Wir brauchen zwei Steinmetze. Ein Forsthaus ist schon fertig. Und ach, einen Brunnen will er auch haben. Ja, dann kriegt er den Brunnen. Jen, ich dazu. Dann kriegt der gute Mann seinen Brunnen oder die gute Dame, je nachdem. Zack, Boom in Auftrag gegeben. Ach so. Meine üblichen Lager habe ich vergessen. Mann. Keine Konzentration, der Mann. Dann setze ich hier ein Lager hin. War das vielleicht jetzt mal ein bisschen anders? Ich mache jetzt mal erstmal nur hier ein Lager. Für Nadelholzbalken. Und dann brauche ich noch ein zweites Lager. Nach Möglichkeit. Platz ein bisschen. Moment, wie sieht das hier aus? Ich probiere das mal aus. Und wenn ich das Ding hier hinsetzen würde, rein theoretisch kriege ich den Connected.
Das ist ja cool. Warum? Man soll das halt nutzen, was da ist, ne? An Möglichkeiten. So, Holz. einlagern und Moment, habe ich das jetzt gemacht bei dem anderen? Da waren dann 20 Holzbretter. Moment mal. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwo gepennt, kann das sein? Hier, ne, da muss ich nämlich noch ran, genau. Da habe ich mich von dem Sägewerk irritieren lassen. Auch Holz, aber hier dann bitte schön die Nadelholzgeschichten. Ja, sehr cool. Und hier ist alles so, wie es sein soll. Da hatte ich einen Fehler gemacht. So. Feuerholz. Ja, Moment, die sammeln doch auch. Ne, das war doch so. Die sammeln Feuerholz. Er sammelt auch Feuerholz, dann müssen die das nicht auch noch zusätzlich machen. Glaube ich. Macht Sinn. So, gut. Dann ist das erstmal soweit erledigt. Da ist schon der erste Wachturm fertiggestellt worden. Dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, hier so den zweiten hinzusetzen. So, machen wir das einfach mal so. Zweiter Wachturm. Fantastisch. Sieht gut aus. Cool. So, was muss ich noch machen? Ein Entdeckerposten soll gebaut werden. Und immer noch Steinmetz und Steinbrüche. Da kommen wir nur im Augenblick noch nicht dran. Eine Jagdhütte, die drei berühmten drei Wohnhäuser. Ich würde sagen, Jagdhütte macht auf jeden Fall Sinn. Irgendwo habe ich doch auch jagdbares Getier gesehen, da zum Beispiel. Da hinten hoppeln sie auch rum. Hier ist ganz viel. Dann würde ich doch sagen, gucken wir mal, ob ich hier noch eine Jagdhütte hinkriege. Sammelhütte, Jagdhütte. Die passt natürlich jetzt hier nicht hin, aber hier würden wir sie hinkriegen. Wie sieht es hier mit aus? Ja, wobei die Frage ist, bin ich da mit dem Weg noch irgendwie gebacken? Ich schau einfach mal. Es drängelt sich da alles so ein bisschen, aber... So, nee, der war's. So, sehr schön. Dann haben wir da auch die Jagdhütte, ne? Aber hier ist halt sehr viel Wild und so. Und von daher wäre es schon sinnvoll, wenn man die Jagdhütte dann auch da in der Nähe irgendwie hinkriegt. Wie gesagt, Wild ist so in dem Bereich. Dann setze ich den Fokuspunkt mal da so hin. Das passt dann. So. Okay. Brunnen ist im... Achso, nee, Brunnen ist fertig. Lager sind fertig. Cool. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Ne? Was auf die Zeit? Oh, ein bisschen geht noch. So, wir haben noch keinen Entdeckerposten. Da kann ich aber Abhilfe schaffen. Ich warte mal noch. Die sind hier noch mit den Grenzsteinen beschäftigt. Und die, ich warte mal erstmal hier den Wachturm ab. Guck mal, dass die hier so die Grenze so ein bisschen mehr so in diese Richtung verschoben bekommen. Dann würde ich dann hier so einen Entdeckerposten hinsetzen wollen. Ach, Holzfällerhütten. Drei Stück sollen es insgesamt sein. Ich habe es doch geahnt, dass das wieder in diese Richtung geht. Entdeckerposten, wie gesagt, geht im Augenblick noch nicht oder macht erstmal noch keinen Sinn. Eine Sammelhütte. Und eine Gemüsefarm wollen sie jetzt schon. Und jede Menge Farmland natürlich. Und natürlich die berühmten drei Hose zum Wohnen. Gilderhaus ist auch dazu gekommen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich sehe schon gerade. Das Forsthaus ist recht tief.
Ist ein Fokuspunkt mal mehr so in die Richtung. Holzfällerhütte. Das wird mir schon so ein bisschen problematisch mit dem Bauen in diesem Bereich. Und da würde ich hier eine Holzfällerhütte hinsetzen, damit wir das hier mal so ein bisschen abgearbeitet bekommen. Gehen da. Achso, die. Der Wachturm ist fertig. Ich denke, was ist denn hier los? Stampede? Okay. Sehr motiviert, die Leute. Man sollte sie nicht bremsen in ihrem Tun. Und noch eine weitere Holzfällerhütte. Würde Sinn machen. Ja, okay. Achso. Bevor da Dinge passieren. Auch hier bitte schön nur Bäume fällen, die schon entsprechend alt sind. Da den Fokuspunkt. So, aber jetzt Holzfällerhütte. Die könnte man sinnigerweise vielleicht hier so hinsetzen. Ja, egal. So, Weg. Zack. Zack, das passt ganz gut. Und auch hier natürlich. Nur ausgewachsenes Geholz und hier so den Fokuspunkt. So. Damit sind die wenigstens schon mal in Auftrag gegeben. Ah ja, jetzt macht das Sinn. Jetzt kann ich. Ah, das ist cool. Dann kriegen wir das jetzt noch heute in der Folge geregelt. Dann kann ich nämlich hier so ungefähr diesen Entdeckerposten dahinsetzen. Und jetzt ist die Frage, mit dem Wegen. Da habe ich mich jetzt toll selber ausgebremst an der Stelle. Ist nicht so schön. Aber damit muss ich jetzt leben. Das kriegen wir schon alles gebacken. So, bis dahin. Und dann so frei Schnauze bis hierhin. So, dann haben wir zumindest schon mal einen Connect. Alles weitere wird sich ergeben, wenn hier die Grenze ein bisschen weiter gewachsen ist. Oder verschoben wurde vielmehr. Ich hatte gerade wieder ganz kurz so einen Sound-Aussetzer. Ich meine, den höre ich nur. Ich habe bei den Aufnahmen, als ich die dann halt bearbeitet habe, kontrolliert habe, da hatte ich mich auch an einer Stelle dazu geäußert und habe dann an der Stelle, aber beziehungsweise kurz davor, in der Aufnahme selber, glaube ich, keinen gehabt. Also das scheint nicht mit in die Aufnahme zu kommen. Da war das ungestört. Was natürlich sehr cool ist, dass das, wenn es so ist. So, Straße bauen. Na, da muss ich gucken wegen dem Baum. Na, der ist auch so ein bisschen im Weg. Kriegen wir aber hin, glaube ich. Moment. Ich drehe das Ganze mal so ein bisschen. Oha. Ei. Warum? Okay. Sei es drum. Ist ein abenteuerlicher Weg, aber nun gut. So, die Holzfällerhütte ist bereits in Betrieb. Da wird schon eifrig Holz gesammelt. Die da vorne, wird gerade fertiggestellt. Oder ist gerade im Bau, sagen wir es mal so. Die berühmten drei Häuser, wo setze ich die denn hin? Will ich die jetzt schon bauen? Steinmetz, genau. Ich würde mich erstmal auf solche Sachen konzentrieren wollen. Was auch sehr gut geht. Wir haben hier Stein, durchaus ein bisschen was an Stein. Wir haben hier auch ein bisschen was an Kohle rum existieren. Da gibt es Steinpilze. Klar, macht ja Sinn. Hier ist Stein, dann gibt es natürlich da auch Steinpilze, logisch.
Gar nicht mal wenige Steinpilze. Hier haben wir wieder Stein, Kupfer, Kupfer und Stein, also mehr Kupfer als Stein. Ja, Moment, Moment. Also hier Kohle, da Stein. Forsthaus, Steinbruch. Moment, da ist da. Oh, da sind Pilze. Die will ich nicht wegruppen. Immer so nah wie möglich an dieses Gestein ran. Dann setzen wir das Teil aber hier hin. So. Jetzt wird es ein bisschen ja, schwierig in Anführungsstrichen. Weil ich brauche natürlich jetzt für den Steinmetz entsprechend Platz. Den könnte man hier hinsetzen. Hier geht, glaube ich, nichts. Erst wieder da. Ja, guck mal, soll der Geiz. Die Wege sind jetzt nicht so ellenlang. Von daher ist da irgendwas Wichtiges im Weg. Na gut, ich hätte da dann irgendwann die Möglichkeit, Kupfer abzubauen. Aber der Platz sollte normalerweise reichen. So, machen wir das so. Dann haben wir die beiden Sachen schon mal in Auftrag gegeben. Jetzt braucht direkt zwei Steinmetze. Jetzt werde ich hier mal nicht ungemütlich. Den zweiten warte ich erstmal noch. Ich muss den Fokuspunkt hier anders setzen. Der muss hier alles wegholzen und vor allen Dingen sowohl jung als auch alt. Ich brauche den Platz. So, das sieht ganz gut aus. Und ich habe hier noch Holz rum existieren. Moment. Das sieht zwar schön aus und es tut mir auch im Herzen weh, gebe ich ganz ehrlich zu. Ne? So freistehende Bäume sind immer was Schönes, aber wir brauchen irgendwann brauchen wir diesen Platz. Das heißt, ich würde hier temporär eine Holzfällehütte hinsetzen. Aber wirklich nur temporär. Und die sich dann entsprechend hier um die Bäume hier kümmert, damit die wegkommen. Ja gut, Fokuspunkt ist jetzt nicht so ganz prickelnd, aber ich setze den trotzdem mal da so hin. Ja, und dann bin ich auch schon wieder eigentlich über die Zeit ein bisschen hinausgeschossen. Was bei solchen Spielen schon mal schnell passieren kann, wenn man tausend Sachen so in der Planung hat, hier überlegt, da überlegt. Ja, egal. Ist ein Zeichen auch dafür, dass mir das Spiel sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, ich mich da schon so ein bisschen drin verliere und die Zeit vergesse, das ist immer ein gutes Zeichen. So, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Begleiten, fürs Unterstützen, dass ihr euch das hier alles so antut. Und wir sind, wie gesagt, nächste Folge geht's dann weiter. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit.